Ja, und ich begrüße Silvia Löhrmann, die Ministerin für Schule und Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen, stellvertretende Ministerpräsidentin. Lassen Sie uns ganz kurz über die scheidende Vorsitzende reden, Claudia Roth. 11,5 Jahre stand sie alleine an der Spitze der Partei. Standing Ovation für diese Frau. Ich persönlich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, wie man die ersetzen kann. Die arme Simone Peter, sage ich da nur. Ja, das ist jetzt ein Wechsel, das ist klar. Ich finde aber grandios, wie Claudia Roth das jetzt auch selber gemacht hat, selber entschieden hat. Trotzdem werden wir mit Claudia Roth weiter in der Partei arbeiten und mit großer Freude arbeiten. Und Simone Peter ist ein anderer Typ. Sie wird einen anderen Stil pflegen und auch das wird gut sein. Ich bin mal angetreten nach Bärbelhöhen. Da haben auch alle gedacht, das geht nicht. Und Menschen wachsen an ihren Aufgaben. Insofern glaube ich, dass das eine gute Wahl ist. Simone Peter kommt ja aus den Ländern, war Landesministerin. Das hat der Herr Kretschmann, das hat aber auch der Herr Habeck angesprochen. Die Länder müssen besser eingebunden werden. Wie kann das aussehen? Ja, wir müssen jenseits der sogenannten G-Koordinierung vom Bundesrat müssen wir eine stärkere Vernetzung zu den Bundesgremien hinbekommen. Die Bundesratsvorbereitung ist natürlich immer sehr an der Tagesordnung des Bundesrates orientiert, aber wir brauchen einen strategischen Austausch. Das wird jetzt die Kommission überlegen, wie sie das macht, damit wir vielleicht einmal im Monat zu einer strategischen Diskussion kommen, die Landesregierungsvertreter und die Bundesebene. Über Strategie hat sich ja Jürgen Trittin sehr lange ausgelassen und hat gesagt, die 6 Landesregierungen, wo man beteiligt ist, das sollen die Speerspitzen werden. Stelle ich mir in der Zusammenarbeit konkret bei Ihnen in Düsseldorf zum Beispiel schwierig vor und vielleicht noch schwieriger, wenn man vielleicht in Koalitionsverhandlungen dann doch eintritt eines Tages mit der Union und dann mitregiert. Und die Länder, der Bundesrat ist ein Gremium, um die Rolle der Länder zum Ausdruck zu bringen und das zu entscheiden, was für die Länder richtig ist. Da haben wir eine Wächterfunktion, da müssen wir die Landesinteressen einbringen. Das tun wir rot-grün, das haben wir auch gut koordiniert in den letzten Jahren, da wir da stärker geworden sind. Und da ist zum Beispiel eine Frage, können wir zugucken, wenn eine Bundesregierung weiter etwa die Finanzsituation aushöhlt, statt sie zu stärken? Das ist eine ganz wichtige Frage, etwa für unsere Städte und Gemeinden. Und da müssen wir unsere Rolle ausfüllen in geordneter Kooperation. Und wir sind nicht in Sondierungen und wir sind schon noch gar nicht in Verhandlungen mit der Union. Da würde ich die Sache jetzt auch nicht zu schnell sehen, wo wir gar nicht sind. Ich habe mal ein bisschen weiter gedacht, das wäre dann eine missliche Lage, weil so weit wird es ja wahrscheinlich nicht kommen. Es wird zu dieser Situation nicht kommen. Es geht aber nicht darum zu sagen, das ist eine missliche Lage, sondern wir müssen Gespräche, wenn es dazu kommt, ernsthaft führen, weil wir das unseren Menschen, die uns gewählt haben, in den Ländern schuldig sind und weil wir das auch den Wählerinnen und Wählern schuldig sind. Das müssen ernsthafte Verhandlungen sein, aber es sind natürlich keine Freibriefe für irgendwas und wir lassen uns nicht als Ausputzer benutzen. Bisher ist das hier eine relativ, sage ich mal, ruhige Veranstaltung, ein ganz klein bisschen Flügel schlagen. Ich hatte da mehr erwartet. Offensichtlich rutscht die Partei zusammen, das ist auch richtig so. Aber wo sie hinrutscht, darüber hat man, glaube ich, noch nicht so ganz den Konsens gefunden hier heute. Naja, ich finde, wir brauchen nicht in Sack und Asche gehen. Wir hatten schon schlimmere Wahlabende und wir hatten schönere Wahlabende, das ist klar. Und wir sind unter unseren Möglichkeiten geblieben. Das wird ehrlich und auch offen angesprochen, das ist richtig. Aber die Debatte ist auch von Wertschätzung geprägt. Und das finde ich auch richtig, weil alle sich ja in diesen Wahlkampf reingehängt haben. Die Partei muss deutlicher machen, die Anschlussfähigkeit in alle Richtungen. Wir hätten beim Thema Energie über Gebäudesanierung reden müssen, weil das gut ist für die Handwerker, weil das gut ist für die Kommunen und weil das gut ist fürs Klima. Wir müssen bei der Frage soziale Gerechtigkeit, wo jetzt so getan wird, als hätten wir keine Probleme mehr, darüber reden, dass wir 20% Kinder und Jugendliche haben, die sozusagen als Versager tituliert werden. Wir können uns aber weder sozial noch wirtschaftspolitisch hoffnungslose Fälle leisten. Daran müssen wir arbeiten, dass rüberkommt, wie anschlussfähig unser Programm in alle Richtungen ist und dass wir eben Teil eines aufgeklärten Bürgertums sind. Daran zu arbeiten im Bundestag als ganz kleine Oppositionspartei ist sicherlich schwierig. Sie haben ja beides kennengelernt, Opposition, Koalition. Franz Müntefering hat mal gesagt, Opposition ist Mist. In der Tat kann man doch in einer Regierung, auch wenn man Abstriche machen muss natürlich, aber was gestalten? Wäre das nicht die Versuchung zu sagen, komm, wir wagen das? Wie gesagt, wir sind noch nicht mal dabei, dass sondiert wird, weil die CDU und die SPD jetzt erstmal miteinander sprechen. Wir müssen an unseren Inhalten orientiert Dinge ausloten in alle
Richtungen. Ich sehe nicht, dass wir an dieser Stelle sind und deswegen reden wir auch nicht über ungelegte Eier. Die Grünen werden eine selbstbewusste, auch Opposition sein, wenn sie in dieser Rolle sind. Die Opposition ist eine wichtige Rolle und Opposition ist aus meiner Sicht nicht Mist, sondern sie ist Dung, aus dem auch was Neues hervorgehen kann. Vielen Dank. Silvia Löhrmann war das, meine Damen und Herren, die stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalens. Und sollte es dann neben den Sondierungsverhandlungen doch später noch weitergehen in Koalitionsverhandlungen, gehört sie auch zu dem Gremium, was verhandeln wird. Das haben wir ja gestern schon gehört. Das soll hier heute noch abgenickt werden und damit weiter zu Erhard Schärfer.